Hallo alles und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mache ich Pasta nur mit Mehl und Wasser. Das wird nice. Okay, wir fangen an. Erstmal meine Fashion-Ringe ausziehen. Danke, dass es abgeht. Weitere Details zu den Ringen auf meinem Blog. LoloandMore.com. Check it out. Wir starten jetzt mit dem Mehl. Ich zeig's euch einfach mal hier. Mehl auf den Tisch, wie ihr sehen könnt. Sehr schön, dann nehmt ihr euer Wasser. Und ihr rührt das einfach so mit da rein. Wundervoll. Ich habe jetzt den Teig fertig geknetet. Das hat mich ungefähr 20 Minuten gebraucht. Auf der Webseite stand zwar nur 10 Minuten, aber vielleicht bin ich einfach zu stark. Wenn der Teig fertig ist, legt ihr ihn hin, eine Fläche, und anstatt den halt in Frischhaltefolie einzupacken, macht ihr einfach eure schöne Schale drüber und lasst den Schatz liegen für 30 Minuten. Und in dieser Zeit mache ich eben die Küche fertig und so, und dann geht's weiter. Die beste Methode ist, wenn man den Daumen nimmt, ne, seitlich, und dann presst man die Pasta runter und schiebt. Und dann hat man eine tolle Form. Also wir haben jetzt Zwiebeln angebraten und mit Sherry abgelöscht, und das brutzelt jetzt ein bisschen. Jetzt haben wir die fein gehackten Tomaten dazu gegeben und das köchelt jetzt ein bisschen wieder. Käse! Das ist die Soße mit Thunfisch. Wir haben jetzt hier Nudeln mit Soße und Käse. Yum. Jetzt schau.